Kurz vor dem Dschungelcamp hat sich der aus Gute Zeiten, Schlechte Zeiten bekannte Schauspieler Felix von Jascherow verlobt. Gerade erst heiratete John Bachmann in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten seine Laura, Krisanti Kavasi. Jetzt will es Schauspieler Felix von Jascherow auch privat wagen. Und das zum dritten Mal. GZSZ-Star Felix von Jascherow und Sophie Winterberg wollen heiraten. Ja. Der 41-Jährige hat seiner Freundin Sophie Winterberg einen Heiratsantrag gemacht, wenige Tage bevor das Paar nach Australien fliegt. Denn natürlich begleitet seine Liebste von Jascherow zum RTL-Dschungelcamp. Felix von Jascherow war bereits zweimal verheiratet. Von seiner ersten Ex-Frau Franziska Dilger trennte er sich 2009 nach 2 Jahren Ehe. Sie haben eine gemeinsame Tochter, Fiona Phoebe Louise. Mit seiner Ex-Freundin Lisa Steiner, mit der er bis 2015 zusammen war, hat er außerdem einen Sohn. Von 2017 bis 2020 war Felix von Jascherow mit Bianca Boos verheiratet. Es hat nicht funktioniert. Wir haben gekämpft und es noch eine Weile probiert, aber Anfang März habe ich schweren Herzens unsere Ehe beendet. Ich liebe Felix, aber nicht mehr als Partner, erklärte die Architektin gegenüber Gala. Gerade erst zeigten sich von Jascherow und Winterberg glücklich im gemeinsamen Skiurlaub in Tirol. Beide sind total happy. Sie tun sich beide extrem gut und unterstützen sich gemein. Beide sind richtige Soulmates, berichtete eine Freundin, Bild. Die beiden sind seit 2020 ein Paar. Dschungelcamp 2024. GZSZ-Star Felix von Jascherow ist bereit, jetzt freut Felix von Jascherow sich aber erstmal auf Australien. Ich bin wirklich aufgeregt. Heute Nacht bin ich aufgewacht und dachte, oh, mein Gott, es sind ja nur noch ein paar Tage. Das ganze Abenteuer, das in Australien auf mich wartet, ist ein Riesending, erklärte er jüngst in einem Interview mit RTL. Wer mich kennt, der weiß, dass ich abenteuerlustig bin und auf das Extreme stehe. Wenn man die Möglichkeit hat, in den Dschungel zu gehen, dann sollte man diese auf jeden Fall wahrnehmen. Bei mir war das eine ganze Weile nicht so, aber jetzt bin ich bereit und habe Bock. Sicher ist sich der TV-Star in einer Sache. Sein Schauspieltalent wird ihm in Australien nicht helfen. Das ist Reality. Beim Drehen hast du immer die Kamera und einen Dialog. Das ist ja alles geplant. Hier im Dschungel, im Camp, ist das nicht so. Ich lasse mich zu 100% darauf ein. Ich freue mich auf den gesamten Cast. Das kann eine wilde Fahrt werden.